Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Hintergrund nehmen. Jetzt passiert. Ach Gott, und da sind ja noch. What? Der Thomas, der ist gerade on air und kann gleichzeitig. Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich diese Twitch-Sachen nicht mehr gewohnt bin. Gleichzeitig ein Sub da lassen. Dankeschön! Cool! Vielen, vielen Dank! Ja, yeah, cooler Einstieg auf Twitch. Hier bin ich wieder. Irgendwie sind die Cams, das ist total krass, genauso eingestellt wie auf YouTube, aber haben einen komplett andere Einstellung. Krass. Naja, so seht ihr was. Ich werde das mal umbauen die nächste Zeit, weil ich brauche eine ganz neue Oberfläche, neues Design, neue Bilder, die eingeblendet werden. Ja, der Mond passt eigentlich auch nicht mehr. Ich bin ja jetzt ein Sonnenkind, ne? Da ist noch sehr viel Arbeit hier zu machen bei Twitch. Ich freue mich aber drauf und habe auch vor, wieder öfter, jetzt nicht wöchentlich wahrscheinlich, aber öfter mal live zu gehen. Wir haben das Bild hier auf YouTube live angefangen. Das habe ich extra nicht weitergemalt. Ich habe dann in der Zwischenzeit aus Verzweiflung ein anderes Bild angefangen, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt ohne euch weitermale, ey, dann kann ich nicht machen. Und für die YouTuber geht es natürlich auch später hoch. Ah, moderiert gerade. Also ich habe das Radio gerade sehr leise, weil ihr wisst ja, wie das mit der Musik ist. So, dass ihr es nicht hören könnt. Wer mithören möchte, der kann gerne auf SOS Radio einschalten. Da ist gerade eine Live-Sendung. Noch bis 22 Uhr, solange werden wir nicht streamen, denke ich mal. I can't hear you. Wie, du kannst mich nicht hören? Der macht mich doch jetzt wieder kirre, oder? Doch, du musst mich hören können. Pff. So was? Da sind ja Chatnachrichten. Ich glaube, ich muss mal gerade hier nochmal umbauen. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Powerkläne. Hä? Ist das der aktuelle Chat? Leute, ich bin gerade sehr verwirrt. Warum ich so verwirrt bin? Ich habe zwei Chatfenster offen und in einem stehen Nachrichten und in dem anderen nicht. Oh mein Gott. Na, Alte, sagt er. Die Kleine, der Thomas. Hey, Sergei, was macht das Karinchen da? Die wird ein bisschen weiter brushen, aber nicht so lange. Aha, die Kleine hört mich. Er hört mich. Ja. Ich habe auch leise, ganz, ganz leise Radio an. Also wenn Thomas redet, müsste ich ihn lauter machen, sonst verstehe ich nichts. Aber ich höre, welches Lied läuft. Immerhin. Oh Gott, da sind ja noch voll die alten Bilder drin. Boah, was habe ich hier jetzt noch zu tun? Ich habe nämlich auf YouTube nur mit Cams gesendet, ohne das ganze Layout hier. Interessant. Haha, genau, Sergei. Die Kombi habe ich ja eben auch empfohlen. Einfach beides. Cooles Radio hören, bisschen von den Bildern bespaßen lassen. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht taucht ihr ja in dieses Bild bei ein bisschen Trance oder was da gerade kommt. Ist doch Trance, oder? Klingt so. Für mich klingt das so. Ich habe natürlich schon... Oh nein, die wird doch jetzt nicht wieder meckern. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon vorbereitet. Ich habe die Pannen schon vorbereitet. Dann müsst ihr nicht drauf warten, genau. Das ist alles geplant. Alles vorgeplant. Eben kam aber wirklich was raus. Ich sag's euch, da kam voll die weiße... Aha. Boah, das klingt aber nicht so, als würde sie wollen. Ah, okay, der andere Chat sagt, er ist mir nicht beigetreten. Interessant. Das ist ja ein Ding. Tja. Schlückchen Wasser rein. Vielleicht hilft uns das. Jetzt nochmal durchspülen.
Gleich mal putzen am Anfang. Genau. Nicht wie sonst immer zwischendrin. Ihr seid ja sowieso nur hier, um mich Airbrush-Pistolen putzen zu sehen. Danke, Sergej. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich dachte, es ist ab und zu mal eine Panne. Ihr seid es ja nicht gewohnt von mir. Oh, und die Brains muss ich auch noch ändern. Meine ganze Corporate Identity hier überarbeiten. Das wird spannend. Yes, Handballapplaus. So. Ja, wann geht's denn? Hier so, ich mache mal 20 Minuten Stream und in der 19. Minute können wir anfangen. Hab ich ihn abgestellt? Ah, da hinten. Ich habe meine Farbe gesucht. Ein Abo auf Pannen. Ah, krass, ich dachte, die Martin-Acryl zickt nicht so. Oder ist das meine Pistole? Das kann jetzt auch sein. Die habe ich gestern ein bisschen strapaziert. Ich wollte heute auch jetzt nicht so unheimlich viel machen. Ich wollte mal mit Weiß dagegen gehen. Und ja, vielleicht schon mal ein paar Strahlen reinmachen und schon mal überlegen, was wir mit dem Rest des Bildes machen. Es soll ja nicht so überaus aufwendig werden, sondern eher so ein bisschen zum Einstimmen üben. Sonne tanken. War ungewohnt wieder hier bei Twitch hier. Der Serge sagt, wie anfangen. Er ist eigentlich nur wegen den Pannen hier. Er wollte mir bei den Pannen zugucken. Du, ich glaube, so wahnsinnig lange musst du da gar nicht warten. Ich habe auch vergessen, mich umzuziehen. Das wird eh spannend. Das ist nämlich eine Hose, die sollte nicht dreckig werden, wenn möglich. Schon gar nicht mit weißen Farbflecken. Das wäre irgendwie uncool. Ah, der Thomas macht bestimmt auch on air ein paar Pannen in der Geräuschkulisse. Das Geräusch von der Gunkläne oder von dem Kompressor? Was beruhigt dich da eher? Ich glaube, der Chat wird ja nachher nicht zur Verfügung stehen. Zumindest nicht, wenn man es auf YouTube hochlädt. Da müsste ich es wahrscheinlich einblenden irgendwo. Wir gucken mal, was da ankommt. Das sehen wir ja dann am Sonntag. Und was wir dann optimieren. Das Sprühen. Ja, es hat irgendwie was. Die meisten Geräusche erinnern so ein bisschen an Zahnarzt, wenn sie dir den Mund sauber sprühen oder dieses Absauggerät klingt doch so. Und wenn die dann so ein bisschen sprötzelt mit den Brocken. Ja, was macht ihr denn Schönes? Ihr hört wahrscheinlich fast alle SOS Radio, richtig? Jetzt mach es nicht kaputt. Hey, Zahnarzt ist geil. Die machen, dass du wieder kräftig zubeißen kannst.
Happy Little Clouds. Erinnert euch denn das Bild schon an irgendwas? Weil da muss ja, es braucht ja noch ein Thema. Momentan ist es ja so ein bisschen der Sog Richtung Sonne. Wir schauen mal. Die Nacktschnecken Richtung, auf der Reise Richtung Sonne. Der Sägi schreibt, ich muss die ganze Zeit denken, nee, sprüh da nicht so lange auf der Stelle und dann machst du weiter. Und ich denke, warte, das sieht ja viel besser aus. Du, man kann ja auch wieder dunkler werden. Aber ohne Licht kriegst du die dunklen Sachen irgendwie auch nicht so richtig rein. Da muss eh noch einiges passieren. Also muss nicht, aber darf. Das bekommt ja noch so ein bisschen Gelbschimmer, dann wird auch das Lila ein bisschen dreckiger. Ja, so ein bisschen orange-gelb. So ähnlich wie da. Also so dunkel wird es dann. Nackt stecken wo? Nacktschnecken sind geschiedene Schnecken, weil die ihr Haus verloren haben, oder wie? Wäre eine Erklärung. Hm. Schnecken! Haus verloren. Ich versuche es immer noch zu verdrängen. Mach mal gerade Thomas klein, also noch kleiner auf dem Handy. Ich guck mal gerade, ob ich so ein Shorty mitfilme hier. Für die Nachwelt. Lächelt mal bitte, ich habe euch gerade im Bild. Das ist geil, wenn man sprüht und durch die Kamera guckt. Ich glaube, den machen wir nochmal, oder? Ihr habt eben nicht so gut gelächelt. Seid ihr alle berühmt? Mit Nacktschnecken. Radio nochmal groß. Das ist cool, Kleine, ne? Du bist ja auch im Discord am Zuhören. Das ist echt eine schöne Funktion. Ich bin da direkt neben dir. Hm. Ja, Kleine, das ist ein Übungs... Ja, also es soll schon was werden, aber es ist, um warm zu werden mit Sonnenmotiven, Wolken. Und das hier ist jetzt nicht auf Leinwand, weil wir haben einmal im Jahr, normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, haben wir Bildertausch im Krankenhaus, in der Diakonie. Da haben wir so einen Doppelflur. Und, also so eine Etage halt, so zwei Gänge sind es. Und tauschen da dann immer mal die Bilder aus. Und da ich ja mich mit dem Thema Sonne in dir, Licht in dir näher befassen will, dachte ich, ja komm, mach doch mal hier so eine Sonnenserie. Und fürs Krankenhaus könnte ich mir das vorstellen, es sei denn, es wird zu gut.
Weil wenn es zu gut ist, brauche ich es im August selbst auf einer Messe. Also wir hoffen mal, es ist so ein Mittelgut. Nein, wir schauen mal, wie es wird. Ja, es soll natürlich ein Thema haben am Ende, das so ein bisschen mit einem selbst auch zu tun hat. Weil, also zum Beispiel habe ich gestern eins angefangen, das sieht noch farblich grauenhaft aus. Noch, also man sieht, ja, also das wird noch, ich kann es auch hier reinhalten, das wird noch ein bisschen anders werden. Das ist jetzt grob vorgelegt. Das ist so, wenn kennst du den Himmel, wenn er so mega dunkel ist, so alles bewölkt und auf einmal bricht so an irgendeiner Stelle die Sonne raus und die Strahlen, die blenden dich fast schon. Na komm, stell dich hin. Ja. Und das ist halt auch manchmal so ein Gefühl, wenn man depressive Stimmung hat, es einem richtig schlecht ging und auf einmal bricht was auf und ab da kommt es wieder raus, so dein Licht, deine Lebensfreude. Und genauso Themen möchte ich da irgendwie festhalten. Und das hier, ja, das sollte eigentlich nicht ganz so spektakulär werden, weil sonst liebe ich das Bild und dann kann ich es nicht ein Jahr ins Krankenhaus hängen. Dann kann ich mich nicht davon trennen. Das sollte einfach nur erstmal schön sein und vielleicht kommt das Thema so beim Malen. Weil es hat ja so ein bisschen was von, dass alles in die Sonne gezogen wird, wie in so ein schwarzes Loch. Also so eine Anziehung irgendwie, so eine Magie. Aber mal gucken, wir schauen einfach mal. Findest du gut? Das freut mich. Ja, komisch, dass ich positive Bilder male. Ne? Echt spannend. Ja, so ungefähr. Ich habe auch noch eins, habe ich fertig. Das ist da oben. Das muss ich irgendwann mal dann posten. Weiß gar nicht, habe ich da... Da habe ich, glaube ich, nicht viel live gemalt, vielleicht auf Instagram was gezeigt. Da hast du so eine grelle Sonne mit so einem bunten Wasserfall und so einem goldenen Schmetterling. Und das ist so eher der Kraftort, so die innere Quelle nicht. Quelle wäre ja nicht mit Wasserfall, aber doch so eine Art Kraftort. Also wo quasi, ja, du stellst dich einfach unter den Wasserfall und tankst einfach nur pure Sonnenenergie. Ja, sowas zum Aufladen, Energie aufladen. Oh, nicht spritzen. Was spielt er da? Das klang gerade wie Hip-Hop, deshalb war ich verwirrt. Ist aber nicht. Yeah, genau, Sonne im Herzen. Das ist aber echt... Also bei dem fertigen Bild habe ich das jetzt selber gemerkt. Das steht bei mir im Wohnzimmer. Und ich passe halt selber auf, wie wirkt denn das auf mich? Macht mich das glücklich oder macht das überhaupt was mit mir? Gibt mir das was? Weil es soll ja nicht nur am Ende einfach schön aussehen und nur hängen, sondern Bilder beeinflussen dich, ja? Und es soll halt, während du das anguckst, soll schon irgendwas durch deinen Körper gehen, wo du denkst, boah, ja, Sonne, Energie, cool, fühle mich gleich besser. Und das macht es sogar ein bisschen oben, weil das so, das sind so tief dunkle Berge und dann scheint da so voll grell die Sonne raus in dem Wasserfall. Also es sieht aus, als wäre die Sonne oben mit dem Wasserfall verbunden. Das ist schon irgendwie voll hell und fröhlich und warm. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich die ganze Wohnung voll hätte, nur mit so krassen Sonnenbildern. Ich müsste nie wieder in Urlaub fahren, glaube ich. Es erinnert dich total an The Flash 80er Version. Meinst du jetzt das Bild oder die Musik? Ich überlege gerade. The Flash 80er Version. Ah, das kenne ich. Alle werden sterben von... Wir werden alle sterben. Nee, das ist eine andere Band. Ich habe... Oder? Na, egal. An den Film... Boah, erinnere ich mich an den Film. Müsste ich mir tatsächlich mal... nochmal einen Trailer oder irgendwas anziehen. Da komme ich gerade echt nicht drauf. War das nicht... The Flash. War das diese Powerheldenfigur?
Ah, Knorkator ist die Band, stimmt. Ah, der Sergei kennt sich da aus. Ja, Kleine, warm ist echt gut. Die können wir dann beim Lagerfeuer hinter uns stellen, die Bilder. Dann haben wir Wärme von vorne vom Feuer und von hinten von den Sonnenbildern. Naja, gut, so krass wirken sie, glaube ich, jetzt noch nicht, dass sie wirken, ohne dass man sie anguckt. Wir können daraus aber eine Studie machen. Ich stelle verschiedene Bilder hinter dich und du sagst mir dann, ob dein Rücken brennt. Hier ist auch zum Glück mega warm gerade im Raum. Also ich brauche gerade nicht mal an Sonne denken. Ja, voll der Sog. Bin ich noch on air? Habe ich irgendwie mein. Ich glaube, ich habe ein Fenster runtergezogen, mein, ist der Stream okay? Balken ist nämlich weg. Ach, da ist er. Ich bin grün. Tatsache. Grasgrün. Was ist das? Bloodhound Gang? Nee. Flash Gordon, das ist der mit dem gelben Blitz, oder? Der rote Mann. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Film gesehen habe. Oh je, ich Banause. Da habe ich jetzt was gesagt. Ah, ist noch was. Ich dachte schon. Gerade sind da auch Strahlen angebracht. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, ne? Deckt ja schon ein bisschen. Ich habe eine Weiß genommen, die ich normalerweise nur hier hatte zum Testen. Ich dachte eigentlich, die deckt überhaupt nicht, aber es geht. Es geht echt. Moment, stimmt der Winkel? So. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ah, da fällt mir gerade ab in den Süden ein von fettes Brot, oder? Das wüsste wahrscheinlich jetzt die Kleine. Der Sonne hinterher.
Ejo, was geht? Der Sonne hinterher. Buddy. Ups. Wusstest du das oder hast du nachgeguckt? Ich hätte es nicht gewusst. Nicht sicher? Ich sage es ja sehr ungern, aber ich vertraue dir mal. Mein Ei. Hey Marco! Echt, sie hat recht. Ah, nachgeguckt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Trollator! Guten Tag! Na, bisschen Urlaub, bisschen Sonne genießen. Also hier bei mir meine ich jetzt. Ich bin quasi das offizielle Urlaubsprogramm 2022. Hier werden sie braun. Ha! Der Nicole sind gleich die grünen Vorhänge aufgefallen, ja. Ja, der, hier wird hinten dran auch noch umgebaut. Ja, ich habe einen weißen, einen grünen und einen schwarzen, aber keiner reicht alleine irgendwie von einem bis zum anderen Ende. Somit sind wir momentan zweifarbig. Noch. Noch. Ja, ich habe schon ganz viele Pläne hier. Dass ich so einen festen Vorhang baue, hier bei den Tisch. Das ist eigentlich viel cooler. Da hinten, das ist halt ein Gestell, das jetzt mitten im Raum steht. Aber ich wollte es mal aufbauen und gucken, wie das so abgeht. Da sind auch noch, oh, da sind Lampen dabei gewesen und Schirme und weiß jetzt gerade nicht, wie diese indirekten Lichter heißen, die so einen Stoff vorne dran haben und wow, voll das Equipment, aber noch gar nicht richtig alles getestet und ausprobiert. Und ich muss gucken, wohin, ob ich das jetzt zum Filmen irgendwo anders benutze oder hier zum Streamen im Teil. Eieiei. Luxusproblem. Übrigens, ihr zwei, ihr seid ja dazugekommen. Thomas sendet mal wieder. Der hat jetzt ganz lange nicht gesendet. Der sendet noch bis 22 Uhr. Haben wir schon 22 Uhr? Sonst mache ich hier Werbung. Nee, Viertelstunde noch. Viertelstunde noch. Wenn ihr ihn nicht überredet, zu überziehen. Ich weiß aber nicht, ob er da mitmacht. Thank you.
Nicole, du stellst sehr gefährliche Fragen. Also es hat sich zu den letzten Malen Stream nicht wesentlich verändert, dass es jetzt so schlimmer aussieht, aber es ist immer noch kein schöner Hintergrund. Ich habe hier drüben nämlich noch eine riesige Regentonne, also so ein wirklich so ein Monster und geht mir bis zur Hüfte, also schon. Das soll ja eigentlich auf den Balkon, und vorher will ich es noch mit Spraydosen besprühen. Da hinten, der Tisch ist nicht ganz leer. Direkt hinter mir, da ist eigentlich noch eine Box, die sollte mal raus. Da lagere ich Verpackungsmaterial momentan drin. Und da drüber steht die Musikbox, die Thomas mal gebaut hat. Nee, gar nicht, die steht da hinten. Jetzt muss ich gerade überlegen. Doch, die steht, glaube ich, inzwischen jetzt hier. Und obendrauf diese kleine Bank mit den zwei Lautsprechern, die er auch gebaut hat. Und also es sieht nicht schön aus, weil ich habe halt alles so ein bisschen gestapelt noch momentan und organisiere mich noch. Never ending story. Naja, irgendwann wird sie enden. Nur bin ich jetzt noch lange nicht so weit. Mitbekommen, dass Thomas sendet, habt ihr. Ui. Okay. Du schläfst gleich. Ach, bis Dienstag hast du Frühdienst. Ich habe eben überlegt, hä, wenn sie bis Dienstag Frühdienst hatte, wieso? Ah, dann musst du morgen früh raus. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Da, ja, möchte ich jetzt nicht mit dir tauschen. Ich bin echt froh, dass ich morgen fast ausschlafen kann. Na, eigentlich nicht. Aber für euch wäre das Ausschlafen. Ich habe um 8:45 habe ich meinen ersten Termin. Das heißt, ich werde mir vornehmen, um spätestens 8 aufzustehen. Das ist für mich samstags eine Herausforderung, die ich aber meistern werde natürlich. Ich wachse an meinen Weckern. Einfach an Sonne denken, morgen. Ja, dann bist du ja schon fast am Schlafen. Du wirst aber nicht so viel verpassen, weil. Ich werde jetzt nicht die ganze Nacht brushen. Ich wollte nur noch mal hier Hallo sagen auf Twitch. Ich bin noch da. Ich komme wieder. Und natürlich will ich auch, dass das Bild hier weitergeht. Ich habe ja gesagt, es soll eigentlich fürs Krankenhaus sein, für die Diakonie. Und das wollte ich ja online fertig machen. Das heißt, ich werde so oft streamen, bis es fertig ist. Gerade mal, wie lange streamen wir denn schon? Ist noch nicht so lange. Lang. Habe ich geflüstert? Niemals. Ich glaube, ich habe geflüstert, dass ich dachte, wir wären jetzt so 20 Minuten hier on air. Ich habe ja alleine 10 Minuten, nein, so lange nicht, aber geputzt. Mir kamen jetzt die 40 Minuten gar nicht so lange vor.
glaube, wir haben etwas Farbe verloren. Wer flüstert, lügt. Naja. Manchmal ist Flüstern noch ganz nett. Ja, Nicole, dir auch eine gute Nacht und Dankeschön, auch einen erholsamen Schlaf dir. Wir folgen dir bald nach und morgen vor allem hoffentlich einen ruhigen, stressfreien Tag. Wünsche ich dir einen dicken Knutsch. Der ist sogar noch Farbe drin. Wir könnten ja das Weiß mit ein bisschen Gelb kontaminieren. Wasser schütteln oder schwingen in dem Fall. Jetzt überlege ich halt, ob wir Schminkehersteller mit Martinacryl mischen. Ich glaube, es funktioniert. Oder wir machen Martinacrylgelb dazu. Können wir auch mal machen. Ja. Warum nicht? Versaut hier. Machen wir mal nur ein, zwei rein. Okay, drei. Ja. Ich komme gerade auch wieder nicht aufs Lied. Mir fehlt da so ein bisschen No Playing. Oh, deckt das jetzt so gut oder? Nee, es wird okay. Wenn das nass ist, sieht es teilweise noch aus, als hätte man ein bisschen zu viel genommen. Langsam schon so ein bisschen gelber. Sieht so ein bisschen zu verstrahlt aus. Ich mache es immer ein bisschen unregelmäßiger nebeneinander.
Hat so ein bisschen was wie Lasershow jetzt gerade. Erinnert mich an unsere tolle Lasershow am Wochenende. Ein bisschen scheint es ja schon. Ja, nicht sprotzeln. Ohne Handschuhe gibt es eine Sauerei. Nee, es geht. Die sind halt praktisch eigentlich nur, wenn du auf das Bild langst, dass du da nicht mit deinen mit der fettigen Haut da irgendwie rummachst. Aber es ist auch mal ganz praktisch, um mal so einen Farbspritzer wegzuwischen. Tatsache. Das schon. Also so dreckig sind meine Finger nicht, dass es ohne Handschuhe eine Riesensauerei gibt. Nein.
Die mache ich jetzt noch leer, die Gun hier. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen ein andermal weiter. Ein bisschen was ist ja noch drin. Ich weiß noch, beim YouTube-Stream habe ich das auch gesagt. Und die wurde nicht leer und wurde nicht leer. Ich weiß, was ist denn jetzt los? Ja. Mal mit dunkel drüber. Ich glaube, wir gehen wirklich noch ein paar Mal hier drüber. Ah, so ein grobes Wolkengetümmel haben wir auf jeden Fall. Gefühlt verschwindet viel von dem Gesprühten dann wieder, sobald es trocken wird. Also so ultradeckend ist es nicht, aber es geht, um sich Schicht für Schicht anzunähern. Sergej, wie fandst du denn das CT? So mit allem drum und dran. War das ja die weiteste Fahrt von allen? Nächstes Jahr dabei? Fragezeichen. Können wir die Sonne machen.
gucke mal, ob's. Noch Licht. Ein bisschen was kriegen wir noch raus. Dann haben wir schon fast eine Stunde gesendet. Wow. Das ging schnell. Immer noch nicht ganz leer. Eieiei. Aber so langsam. Langsam wird's. Also leer. Schauen wir mal rein. Ja, so an der Grenze, dass nichts mehr angesaugt wird. Das ist zu dreckig. Mach's mal ein bisschen flüssiger. Und dann hauen wir noch ein bisschen was in den Hintergrund einfach rein. Das ist jetzt eh so dünn, dass es nicht mehr wahnsinnig deckt. Und du damit auch schlecht Details sprühen kannst. Läuft dir weg. Noch ein bisschen was her. Thank you.
Schicht mit Farbe. Na, ein bisschen was haben wir dann geschafft. Haben die Wolken ein bisschen aufgepimpt. Ja, die sind noch lange nicht fertig, aber... Und wir haben die Sonne ein bisschen zum Scheinen gebracht. Ich hoffe, euch ist ein bisschen wärmer geworden ums Herz. Die Sonne ist aufgegangen. Hier bei uns ist sie schon untergegangen. Wow, okay. Ja, schon dunkel. Wenn ich das richtig sehe, dann ist Thomas noch live on air auf dem Radio. Und da könnt ihr gerne weiterhören. Ich gucke mal, ob ich jemanden finde, wo wir hingehen können. Ja, über den Wolken. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder auf Twitch zu sein. So, jetzt sage ich bye-bye. Ihr wisst ja, wo es hingeht. Der Mensch, der gerade Musik macht, den kennt ihr fast alle. Und dann...